So, wir stehen jetzt hier in Hirzel an einem weiteren Bauernhof und da ist die Claudia und der Peter und die betreiben, die machen hier Nebenlandwirtschaft oder Nebenerwerbslandwirtschaft, ist das richtig? Ja. Und ihr stellt auch einen Stellplatz zur Verfügung für ein Fahrzeug bis zu 11 Meter Länge. Und ich kann schon eins sagen, das liegt direkt am Zürichsee und es ist sehr idyllisch gelegen, lädt ein zum Wandern, lädt ein zum Fahrradfahren und auch zum Eieressen, denn ihr habt auch ein paar Hühner. Ja, das stimmt. Wir haben wie viele Hühner? 6 Hühner. Also es ist kein Hühnerhof in dem Sinn, aber es sind 6 freilebende Hühner da und zwar glückliche Hühner. Die haben einen Hahn, die legen die Eier und die leben so lange, bis sie tot umfallen. Hat mir der Peter gesagt, stimmt das? Ja, das stimmt. Und wir haben noch einen Pfau, einen männlichen. Der lebt auch bei den Hühnern, der ist auch frei. Und der treibt seinen Jobernack. Das werdet ihr dann sehen, wenn er kommt. Also, ich kann das auch nicht so gut übersetzen, ja. Aber der Pfau, der läuft hier frei herum, hat allerdings kein Weibchen, schlägt also relativ selten ein Rad, ja. Aber er schreit immer wieder mal zwischendurch und man merkt ihn an, dass er glücklich hier lebt, ja. So ist es. Zum Wasser hier ist alles, also die Versorgung für Wohnmobilisten ist gut gewährleistet. Man kann hier kommen, auch mit Hund übrigens, muss ich dazu sagen. Nur ihr hättet ganz gerne, dass die Hunde an der Leine gehalten werden, weil die Baumanns haben selbst einen Hund. Und vor allen Dingen die Hühner laufen frei herum und es ist schon öfters vorgekommen, dass freilaufende Hunde von Wanderern, die am Hof vorbeiwandern, auf das Grundstück gehen und dann Hühner töten. Das soll natürlich auf jeden Fall vermieden werden. Die sollen ihre Jahre, die sie hier glücklich leben können, voll auskosten können. Genau. Die Ver- und Entsorgung ist gewährleistet. Absolut, ja. Wie ist das auch mit Chemietoiletten? Also Toiletten, die einen Chemiezusatz haben, kann man auch mit wegschütten? Kann man auch, ja. Also es ist hier Grundwasser, was angeboten wird aus einer Quelle. Aber es ist reines Trinkwasser. Das kann man hier sofort zapfen. Und man kann sein Abwasser ablassen und kann die Toilette entsorgen. Man steht hier wunderbar, es ist ganz ruhig, keine Hauptstraße in der Nähe. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Was natürlich auch zu erwähnen ist, dass es Strom hier gibt. Der ist inklusive, wird zur Verfügung gestellt. Und dann ist hier die Bushaltestelle ungefähr 1 Kilometer entfernt. Das heißt, man kann mit dem Fahrrad hinfahren oder wer noch besser zu Fuß ist, der kann dahin laufen. Und der Bus kommt dann an am Bahnhof und da fährt dann direkt getaktet. Der Zug nach Zürich dauert 20 Minuten von Bus und Bahn nach Zürich und wieder zurück. Also das ist eine sehr gute Alternative, wenn man Zürich besuchen will. In der Früh geht man einfach hier zum Bus und fährt nach Zürich rein und am Abend kommt man zurück und hat wieder die Ruhe und kann die Großstadt hinter sich lassen. Genau. Möchtet ihr noch irgendwas dazu sagen? Die Gegend ist natürlich auch schön zum Wandern. Also wir sind in einem Wandergebiet. Der Silsprung ist sehr idyllisch. Wir haben 2 Restaurants, die wir sehr empfehlen würden. Wir teilen das aber dann persönlich mit, wenn die Leute hier sind, also, wo das ist. Baumanns kümmern sich auf jeden Fall um euch, wenn ihr da seid, damit ihr erholsame und erlebnisreiche Tage hier verbringen könnt. Genau. Und wir helfen gerne bei Fragen, Problemen aller Art. Wir sind selbst Camper und haben Erfahrung und wissen, was die Camper wollen und was eher nicht. Das sind ja schon mal gute Vorzeichen. Ich habe den roten Nusskern. Und das ist eine Nuss, die wurde in Kompressurgau gezüchtet und ist relativ...
Kannst du dich nicht aufziehen? Muss man mit der Bühne aufheben. Du zeigst, du kommst jetzt hin und runter. Ja, ich habe eine Szene raus. Einfach nur zum Zeigen, was. Und sie sind auch so rauli. Funny. Jo. Ja, komm her. Ja, er ist extrem neugierig. Pfauen sind ganz neugierige Tiere. Ja, genau. Und dann haben wir das Problem, der hat uns bei einem Auto den Lappen gekratzt und das darf dann nicht sicher aus. Du traust dich jetzt nicht raus, hä? Nein, aber du müsstest jetzt noch 2 Meter weg, wieder raus. Ist zurück oder so? Ja, man muss ihn einfach reintreiben, aber er geht schon. Ah. Weil wenn er nicht reintreiben wird, dann geht er irgendwo hin. Ist ja gut, Freya. Oh ja, bist ja eine ganze Liebe, gell? Oh ja. Gefährlich ist es hier offensichtlich nicht. Aber wir setzen uns jetzt der Gefahr aus. Für euch, nur für euch. Und es noch zu Fuß. Und jetzt geht es ziemlich steil bergab. Wenn wir gleich sehen. Ja, schon. Also so wie es aussieht, habe ich die Helle jetzt verloren. Ich gehe noch ein Stückchen runter. Aber es sieht schon ganz schön steil aus und geröllig. Mal schauen, wie weit ich runterkomme. Aber da unten muss irgendwo ein Bach sein, denn man hört ihn ja ganz gut rauschen. Ich schau mal, ob ich da hinkomme. Also, ich würde sagen, ich drehe jetzt wieder um. Ich habe gesehen, wo das Flussbett ist und von daher gehe ich jetzt hoch. Denn es war schon ziemlich steil, also das muss ich jetzt echt sagen. Und ich bin ja eigentlich nicht ausgerüstet für eine Wanderung. Es sollte eigentlich nur ein kleiner Spazierweg werden. Aber es wurde immer steiler. Und jetzt gehe ich wieder hoch und schaue, wo die Helle abgeblieben ist. Folgt mir und helft mir suchen. Also ich bin jetzt doch noch nach ganz unten gegangen zum Flussbett und natürlich ist es hier sehr idyllisch und eigentlich auch sehr schön, aber ich werde jetzt doch nach oben gehen und schauen, wo die Helle ist.
Vielleicht vermisst er mich oder auch nicht. Mal schauen, wir werden sehen. Erstmal einen guten Morgen. Also einer ist immer der Morgenmuffel. Und bei uns ist das die Ussi. Nur um das mal klarzustellen, aber heute bin ich. Einen Stress schon, bevor ich meinen ersten Schluck Kaffee habe, ja? Er übertreibt. Nein, ich übertreibe gar nicht. Ich bin gestresst. Markise raus. Und gut, angenehm ist es von der Temperatur. Das sehe ich ein. Ja. Aber jetzt haben wir die Eier frisch. Es frühstücken wir und danach sagen wir, was Sache ist. Und dann ist er wieder zufrieden und dann dreht er mal weiter und. Dann kann ich auch wieder lachen. Ihr seht, es ist nicht immer ganz einfach mit dem Hele. Ja, ja, aber das wird gefilmt und das von der Ussi, das wird ja nicht gefilmt, weil es immer ein wenig schwierig ist, ja. Also auf jeden Fall, bevor wir jetzt wir hier ins Diskutieren kommen und, ja, und er noch ein wenig muffiger wird, weil seine Eier nämlich kalt werden, die nämlich hier von glücklichen Hühner sind. Und das wäre natürlich sehr schade. Deshalb frühstücken wir jetzt erstmal. Guten. Und danach melden wir uns wieder. So, und so geht es mit uns Menschen. Wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann fühlt sich der Mensch gleich wieder wohler. Er hat sich jetzt so einen Stress gemacht, total unnötig aus meiner Sicht. Ja, ist klar. Ussi war ja drinnen und hat mit dem Handy gespielt, während ich da voll in Action gewesen bin. Ich sag doch, er übertreibt wie immer. Ja, also wir wollen jetzt kurz hier zum Abschluss kommen. Jetzt den Rest diskutieren wir dann unter uns. Ja. Also wir waren hier am Hof Baumann und es war sehr schön, ja, sehr erholsam. Wir können das nur empfehlen für Zürich-Besuche. Für Wanderungen, für Fahrradtouren, wobei hügelig ist schon. Also, das ist es halt nun mal in der Schweiz. Ja, ja, aber wir haben einen Mountainbiker ohne Motor gesehen. Also das für sportliche junge Leute geht es auf jeden Fall gut. Und dann der Hof hier, der Stellplatz ist wunderschön. Familie Baumann ist sehr, sehr nett. Mhm. Können wir euch sehr ans Herz legen. Und Entsorgungsmöglichkeit ist auch gut. Wenn ich dann restauriert bin, dann zeige ich euch, wie die Entsorgung hier funktioniert. Sehr praktisch und durchdacht und alles an einem Ort. Aber wie gesagt, dann bevor wir wegfahren. Mhm. Wir machen uns jetzt wieder aus dem Staub. Ja, aber alles mit der Ruhe, nämlich kein Stress. Es ist so schön hier. Und jetzt muss ich noch ein bisschen meinen Kaffee genießen. Ja, natürlich, den trinken wir noch. Ja, ja, aber manchmal, er macht schon wieder Stress. Ja, man muss jetzt weiterfahren, man muss hier vorankommen im Leben. Ja. Wir melden uns auf jeden Fall vom nächsten Hof. Ja, und eben die Rühreier, die wir jetzt hatten, also das waren die Eier vom Hof hier. Hier kann man einige beziehen, wenn sie welche haben, denn es rennt hier ja nur ein paar, ich glaube 7 Hühner durch die Gegend. Und gibt im Durchschnitt 5 Eier, also nicht jedes Huhn. Legt jeden Tag ein Ei, vor allen Dingen, wenn sie alt werden, haben wir uns sagen lassen. Uh-huh. Ich habe auch gelernt, dass ein Huhn zum Eierlegen nicht unbedingt einen Hahn braucht. Nein, ja. Aber hier gibt es einen Hahn und der ist wohl recht eifrig. Also die Hühner sind wirklich glücklich. Ja. Ja. aber in gewissen Alter, und die Hühner leben ja hier bis zu ihrem Tod, bis zu ihrem natürlichen uh-huh. Tod. Und aber in gewissen Alter legen die keine Eier mehr und somit gibt es weniger Eier, als es Hühner gibt. Mhm, aber wenn es Eier gibt, die sind hervorragend. Kann ich was bestätigen. Es hier auch noch gibt, das ist ein Nussöl. Also hier auf dem Hof hat es mehrere Nussbäume. Und die Familie Baumann, die lässt die Nüsse pressen, die Walnüsse pressen und machen da draußen Nussöl. Und wer da Interesse dran hat, der kann sich auch ein Fläschchen zulegen. Genau. Ja. So, und wir restaurieren uns jetzt, dann zeigen wir Entsorgung und dann geht's schon weiter.
alles mit der Ruhe. Ja, aber so ist der Ablauf. Ja, aber erst, wenn der Kaffee getrunken ist. Genau. Also das Entleeren ist ganz einfach. Wir sind nur 2 Meter zurückgefahren und da ist ja dieser kleine Ausfluss. Den Deckel kann man öffnen, da braucht man eigentlich nicht einmal Handschuhe dazu. Aber meine zarten Fingerchen muss ich dann natürlich schon Handschuhe nehmen. Ja. Aber ihr könnt es auch ohne Handschuhe machen. Und da lässt man das einfach reinlaufen, dann ist das der Fall schon erledigt. Frischwasser gibt es dann da vorne. Das soll ich mal aufstellen. Das ist ein Hausbrunnen, der von 2 Familien genutzt wird. Wasser kommt ungefähr aus 15 Meter Tiefe, ist Grundwasser und deswegen läuft es auch den ganzen Tag. Man kann es abdrehen, hat der Herr Baumann gesagt, aber man kann es auch laufen lassen, weil das im Prinzip ein unerschöpflicher Vorrat ist. Und da holen wir uns jetzt dann frisches Brunnenwasser von Güstel.